Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Märkte im Fokus Webinar. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier bei der Société Générale Produktmanager für Zertifikate und Optionsscheine. Wie jeden Montagmorgen habe ich hier Ralf Fayat, unseren unabhängigen zertifizierten technischen Analysten. Und am heutigen Tag schauen wir uns die Zahlen der Unternehmen an, die sozusagen im KI-Sektor angesiedelt sind. Das heißt, diese kamen ja in der letzten Woche mit Zahlen, wie diese aussahen und welche Auswirkungen diese auf die Aktien haben, werden wir hier behandeln. Ganz kurz noch in eigener Sache. Nächste Woche, heute in einer Woche, beginnt der Trader 2023. Das heißt, Sie haben immer noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Das heißt, auch wenn Sie sich noch vor dem Spielbeginn nächsten Montag anmelden, haben Sie die Chance auf ein iPhone 14. Das Ganze geht dann 8 Wochen. Sie können jede Woche 2.222 Euro gewinnen. Dafür müssen Sie die beste prozentuale Performance in einem Ihrer beiden Spieldepots erreichen. Sie haben also 100.000 Euro pro Spieldepot. Ansonsten wird auch jede Woche noch unter den aktiven Spielern ein iPhone 14 verlost. Und ja, der Hauptpreis, um den es ja eigentlich geht, ist ein Jaguar E-Pace zum Preis von ca. 70.000 Euro. Also machen Sie mit, können Sie unsere Produkte testen und vielleicht dann auch die Charttechnik von Ralf Fayat. So viel von meiner Seite. Ich übergebe an Ralf. Guten Morgen, Ralf. Was ist denn letzte Woche passiert und was steht an? Ja, schönen guten Morgen, Holger. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich darf wie immer vorneweg einen kleinen Disclaimer schicken. Also diese Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Ja, und wenn wir uns anschauen, was in der vergangenen Woche hier relevant war, dann waren das vor allem zwei Themen. Das eine Thema waren die Zahlen von Nvidia. Also hier war natürlich das Thema KI, das eben die Rallye mit angeführt hat und befeuert hat, die wir gesehen haben seit Jahresbeginn. Da waren die entsprechenden Aktien im Fokus und die Nvidia-Zahlen. Die Nvidia ist ja hier das klare Zugpferd, das Schwergewicht, der Leithammel sozusagen, wenn man möchte. Und ja, die Zahlen, die waren ganz klar besser als erwartet, sowohl vom Gewinn als auch vom Umsatz her. Die Umsatzprognose wurde hier stark angehoben und lag deutlich über den Analystenerwartungen. Zudem wurde ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe angekündigt. Also alles in allem eine positive Zahlen, positive Nachrichten, die dann also nach der Veröffentlichung, das war ja dann nachbörslichen Handel zu sehr kräftigen Kursgewinnen im gesamten KI-bezogenen Bereich geführt hat. Also nicht nur bei Nvidia selbst ging es nachbörslich deutlich nach oben, sondern bei allen entsprechenden Aktien, beispielsweise Microsoft und die anderen Chip-Werte. Das Ganze hat sich dann im tatsächlichen Handel jetzt nicht so umgesetzt, um es vorsichtig zu formulieren. Also es gab dann kräftige Gewinnmitnahmen und die allermeisten Aktien mit entsprechendem KI-Bezug endeten dann im richtigen Handel im Minus und Nvidia konnte ein leichtes Plus noch über den Handelstag retten. Wir schauen uns das Ganze nachher von der charttechnischen Seite an und dann eben noch ein paar andere Werte mit KI-Bezug. Ja, das zweite wichtige Thema in der vergangenen Woche, das war das Notenbanker-Symposium in Jackson Hole, Wyoming, das ja jedes Jahr stattfindet und ab und zu von den Notenbankern genutzt wird, um wichtige Dinge zu verkünden
oder anzukündigen. Und ja, entsprechend war hier der Fokus auf die Rede am Freitagnachmittag von Jerome Powell, also dem Fed-Chairman. Und ich hatte ja im vergangenen Webinar schon vermutet, dass er sich hier nicht dazu durchringen wird, irgendetwas Neues zu verkünden. Und das war dann auch letzten Endes so. Das war ein Non-Event. Die Märkte hat das Ganze wenig bewegt. Wenn überhaupt, kann man hier vielleicht ein wenig von einem falkenhaften Ton sprechen. Also die Notenbank, die US-Notenbank bleibt hier datenabhängig und betont, dass man eben hier die Zinsen so lange oben lassen wird, bis hier eine erkennbare Entwicklung in Richtung des Inflationsziels, also die 2%-Marke, erkennbar wird. Und das ist eben besagterweise noch nicht der Fall. Ja, ansonsten, wir haben, wie man sehen kann, hier den Dollar weiter im Rallye-Modus gesehen. Die Aktienmärkte leichtes Plus. Das Ganze kann man unter der Rubrik Stabilisierungsversuch verbuchen. Das sehen wir uns natürlich nachher auch im Chart an. Ja, hier den CSI 300, also der chinesische Aktienindex von Festland China, 2% rund im Minus. Hier bleiben die Sorgen um den angeschlagenen Immobiliensektor ganz klar als Belastungsfaktor bestehen. Und die Marktteilnehmer sind hier schon sehr pessimistisch und hoffen, dass hier sowohl fiskalpolitisch als auch von der Notenbankseite entsprechende Maßnahmen unternommen werden. Das ist auch der Fall, aber eben nur so tröpfchenweise. Jetzt am Wochenende gab es neue Ankündigungen. Also die Stamp Duty für Aktientransaktionen, die wird halbiert. Die wurde, glaube ich, das letzte Mal 2007 angehoben. Jetzt also halbiert, und das hat zur Eröffnung im heutigen Handel in China und auch in Hongkong zu sehr kräftigen und auch sehr hochvolumigen, also von sehr großen Umsätzen begleiteten Kursgewinnen geführt. Zeitweise gab es hier ein Plus von über 4% beim CSI 300. Das Ganze ist dann ein bisschen zusammengeschrumpft, aber ja, man sieht, hier werden weiterhin Maßnahmen verkündet. Vielleicht können wir uns das nachher noch anschauen, wenn wir Zeit haben, im Hang Seng und Hang Seng China Enterprise Index, wie das Ganze charttechnisch aussieht. Also die Chance auf eine langfristige Bodenbildung ist noch gegeben, aber der Trend weist noch abwärts. Also wir müssen hier wichtige Marken durchbrechen, bevor hier wirklich ein technisches Kaufsignal entsteht. Ja, die Metallpreise sehen wir auf Wochensicht im Plus. Wir haben hier insbesondere Silber 6,6% auf Wochensicht im Plus gesehen. Beim Öl hingegen haben sich hier die Gewinnmitnahmen fortgesetzt. Da haben wir ja vorher einen recht kräftigen Kursanstieg gesehen. Das schauen wir uns dann auch nachher im Chart an. Ja, in der vergangenen Woche hatten wir den IFO-Index auch reinbekommen, den wichtigsten deutschen konjunkturellen Frühindikator, und der ist schwächer als erwartet ausgefallen. Konkret der Rückgang war stärker als erwartet und war zudem der vierte Rückgang in Folge. Also von der konjunkturellen Seite wird hier auch das Bild bestätigt, dass die weiteren wichtigen konjunkturellen Frühindikatoren, insbesondere die Einkaufsmanager-Indizes, ja auch zeichnen, dass es hier zu einer deutlichen Konjunkturabkühlung voraussichtlich kommt und ja, entsprechend eine Rezession nicht ganz unwahrscheinlich ist.
Wenn wir uns die Sektorenperformance auf globaler Sicht in der vergangenen Woche anschauen, dann sehen wir hier, dass die Technologiewerte jetzt hier ja sich nicht so belastet gezeigt haben von den doch recht zuletzt angestiegenen Anleiherenditen. Das war in der vorvergangenen Woche noch ein bisschen anders. Wir sehen hier eine kräftige Gegenbewegung, während es ja ansonsten ein recht ja, gemischtes Bild gibt. Wir haben beim Energiesektor auch entsprechend Gewinnmitnahmen gesehen, wie eben auch bei den Ölpreisen und Gaspreisen. Und ja, der Energiesektor ist aber hier immer noch über der 200-Tage-Linie. Und wenn wir uns die Performance im Dreimonatsbereich anschauen beim Energiesektor mit 8,5%, ist das der stärkste Sektor in diesem Zeitfenster. Also hier könnte möglicherweise wieder etwas Leben in diesen Sektor kommen. Das hängt natürlich nicht unerheblich von der Entwicklung der Ölpreise ab. Ja, blicken wir nochmal auf die Saisonalität im DAX, hier von Seasonex berechnet. Und wir haben ja hier die klassische Schwächephase der September im DAX bezogen auf die vergangenen 25 Jahre, der schwächste Monat saisonal betrachtet. Typischerweise sehen wir hier Ende September bis Mitte Oktober ein belastbares Tief, bevor es dann in Richtung Jahresendrallye geht. Wenn man jetzt etwas kürzere Zeitfenster im Betrachtungszeitraum sich anschaut, also 15 Jahre, 10 Jahre, dann sieht man im September eine etwas stärkere Entwicklung Richtung Mitte September, bevor dann nochmal ein Abschwung in Erscheinung tritt mit neuem Tief. Also gerade in den vergangenen Jahren gab es hier ein bisschen eine Änderung, was jetzt den typischen Verlauf im September angeht. Also durchaus die Chance für eine Gegenbewegung auch von der saisonalen Sicht. Das werden wir hier dann nachher noch im Chart dann uns angucken, wie sich das hier auswirken kann. Ja, und wenn wir uns die Anlegerstimmung bezogen auf den DAX anschauen, hier gemäß den Umfragen von Animus X, dann können wir ja sehen, wir hatten ja hier in Grau den DAX hinterlegt, eine Korrekturphase von Rekordhoch, und dabei ist das Anlegersentiment im kurzfristigen Zeitraum doch deutlich zurückgekommen auf ein Niveau, wo typischerweise hier Tiefs ausgebildet werden. Wir können das hier auch sehen, dass das schon mit Blick auf das Ausmaß des Rücksetzers doch eine recht kräftige Eintrübung des Anlegersentiments zu beobachten war. Und das ist bullisch zu sehen. Und im Umkehrschluss kann man sagen, sollte hier ein so schlechtes Sentiment nicht zu einer deutlichen Erholungsbewegung führen, dann würde das einen Paradigmenwechsel nahelegen, der Gestalt, dass wir hier von der Indikatoreninterpretation her von einem Bullenmarktregime in ein Bärenmarktregime wechseln müssen. Das heißt, dass eben typischerweise nur in einem Bärenmarkt deutlich niedrigere Sentimentwerte zu beobachten sind, wie wir es hier beispielsweise auch im Umfeld des September-Oktober-Tiefs gesehen haben. Ja, positiv zu vermelden ist die mittelfristige Erwartungshaltung der Marktteilnehmer. Hier haben wir auch trotz des Kursrückgangs ein neues Hoch gesehen. Also die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer, was jetzt eben den mittelfristigen Zeitraum angeht, ist durchaus positiv. Insofern gibt es eine gewisse Erwartungshaltung der Gestalt, dass die Marktteilnehmer geneigt sind, in Rücksetzer hinein antizyklisch auf der Long-Seite aktiv zu werden, wie es hier beispielsweise auch an der Stelle der Fall war. Und die Kombination aus einem
hohen mittelfristigen Erwartungswert und einem niedrigen kurzfristigen Einschätzung führt dann eben häufig zu einer belastbaren Bodenbildung. Ja, die Saisonalität ist halt, wie gesagt, noch negativ. Insofern haben wir hier von der Sentiment-Seite und teilweise auch von der Marktbreite-Studien her eine gegensätzliche Aussage zur Saisonalität. Also kein ganz klares Bild, wenn man jetzt die komplette Indikatorenpalette sich zu Gemüte zieht. Ja, wenn wir uns die Trading-Termine anschauen für die laufende Woche, da haben wir am Dienstag den Index des Verbrauchervertrauens vom Conference Board in den USA als relevante Veröffentlichung. Am Mittwoch dann die ersten Daten zu den Verbraucherpreisen im August in Deutschland, dann am Mittwoch ebenfalls die BIP-Daten in den USA. Das ist hier dann allerdings eine zweite Veröffentlichung. Am Donnerstag, sehr, sehr wichtig, die offiziellen Einkaufsmanager-Indizes aus China, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch entsprechende Auswirkungen auf den heimischen Aktienmarkt haben dürften. Wir haben dann am Donnerstag noch die europäischen Verbraucherpreise im Blick, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und die Daten zu den persönlichen Ausgabeneinkommen in den USA mit dem PCE-Deflator, auch also dem favorisierten Inflationsmaß der US-Notenbank Fed. Ja, das Highlight von den konjunkturellen Veröffentlichungen ist dann am Freitag um 14.30 Uhr der US-Arbeitsmarktbericht, der offizielle, die Non-Farm Payrolls. Dann haben wir davor noch die den Einkaufsmanager-Index für die Eurozone, für den Industriesektor relevant und das entsprechende Pendant dann vom ISM-Institut in den USA. Ja, und von der Unternehmensseite haben wir hier insbesondere heute die Zahlen von ThyssenKrupp, Nucera, also der Wasserstoffsparte von ThyssenKrupp. Und ansonsten würde ich sagen, insbesondere die Zahlen von Salesforce.com von größerem Interesse, von UBS und von Lululemon Athletica. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die technische Analyse und wir fangen wie immer mit dem DAX an, hier im Wochenchart. Also das langfristige Bild, eine Kerze stellt die Entwicklung einer Handelswoche dar und wir sehen hier mit Blick auf das Kursgeschehen, kann man sagen, seit April eine volatile Seitwärtsbewegung. Zwischenzeitlich gab es immer mal wieder knapp neue Hochs, die aber nicht zu Anschlusskäufen geführt haben. Hier zuletzt auch ein Rekordhoch bei 16.529 Punkten und aktuell sehen wir den Test der unteren Begrenzung der Handelsspanne. Hier befindet sich auch das untere Bollinger Band im Wochenchart und wir sehen hier in schwarz die steigende 40-Wochen-Linie, die entspricht ziemlich genau der 200-Tage-Linie als zusätzlichen Unterstützungsfaktor. Damit haben wir hier natürlich eine ganz offensichtlich bedeutsame Unterstützungszone, eine zentrale Unterstützungszone erreicht. Sollten wir hier nachhaltig unter dieses Unterstützungscluster rutschen, dann würde sich das übergeordnete Chartbild deutlich eintrüben. Vermutlich dürfte es dann recht schwungvoll abwärts gehen und mögliche Auffangbereiche aus dem Wochenchart wären dann hier insbesondere als nächstes die 100-Wochen-Durchschnittslinie aktuell bei 14.727 Punkten und dann vor allem hier den Bereich um die 14.400, 14.500 Punkte. Also das wäre die Projektion der Höhe der Stauzone nach unten und hier das Märztief. Das könnte dann recht schnell angesteuert werden. Wie gesagt, falls wir hier nachhaltig drunter rutschen, was abzuwarten gilt,
Man sollte sich aber darauf vorbereiten, dass falls das passiert, dass das eben auch recht schnell, recht dynamisch vonstatten gehen könnte. Ja, wenn wir uns die Wochenkerze anschauen, dann haben wir hier einen sogenannten Inverted Hammer. Das ist eine in der Tendenz positive Kerze, die allerdings im Gegensatz zu vielen anderen potenziellen Umkehrkerzen einer Bestätigung bedarf. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Kerze mit der nächsten Kerze ist hier typischerweise das, was man hier analytisch verlangt als Bestätigung der bullischen Implikation. Denn diese Kerze ist natürlich insofern mit Vorsicht zu genießen, als sie eben einen oberen, ausgeprägten oberen Schatten hat. Das heißt, eine zwischenzeitliche Rallye wurde hier verkauft, sodass man hier unterstellen kann, dass hier ein gewisser Angebotsüberhang im oberen Bereich dieser Kerze gegeben ist. Ja, und wenn wir uns das Ganze dann im Tageschart anschauen, dann sehen wir hier ebenfalls am Freitag, also mit Blick auf die Tageskerzen, eine Inverted Hammer Kerze, also praktisch das gleiche Muster, sowohl im Tages- als auch im Wochenchart, wobei man hier etwas einschränken muss. Im Tageschart ist hier der obere Schatten nicht so ausgeprägt, also nicht ganz so idealtypisch wie jetzt die Situation im Wochenchart. Aber was wir sehen können, ist, wir haben hier diesen wichtigen Supportbereich ja zunächst einmal getestet mit dieser bullischen Hammerkerze. Es kam dann zu dieser Erholungsrallye, die allerdings bis jetzt als bloßer Pullback an diese gebrochene Aufwärtstrendlinie gewertet werden kann. Wir haben dann hier diese lange bärische Reversal-Kerze gesehen am Donnerstag. Das Ganze an der fallenden 20-Tage-Linie und eben dieser gebrochenen Aufwärtstrendlinie. Und zugleich haben wir hier das 38,2% Fibonacci-Retracement, diese vorausgegangenen Abwärtswelle. Mit anderen Worten, ein wichtiges Widerstandscluster, an dem die Kurse abgeprallt sind. Insofern, natürlich ein bislang übergeordnet belastetes Chartbild mit dem Risiko, dass wir eben hier zumindest diese wichtige zentrale Unterstützungszone, die sich bis zur 200-Tage-Linie erstreckt, dass wir die hier ernsthaft testen könnten. Das muss fest eingeplant werden. Es besteht aber auch die Chance, dass wir diese Erholungsbewegung nochmal ausdehnen. Wenn wir also hier dieses Hoch bei 15.897 Punkten überschreiten würden, dann hätten wir bislang eine klassische ABC-Erholungsbewegung, die sich dann eben noch ein bisschen ausdehnen kann. Aber man sieht hier schon, dass man hier einschränkend sagen muss, dass das vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht so attraktiv ist, weil wir hier gestaffelte weitere Widerstandsthemen in unmittelbarer Nähe dann hätten, insbesondere hier die 100-Tage-Linie in Violett, die 50-Tage-Linie in Schwarz, das 50% Retracement und hier das Zwischenhoch bei 16.060 Punkten. Also diese Hürden müssten per Tagesschluss genommen werden. Dann käme es zu einer deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes und man könnte hier weitere Kursgewinne in Richtung 61,8% Retracement und eventuell hier ein Schließen der Kurslücke bei 16.240 Punkte annehmen. Klar ist, für das übergeordnete Chartbild müssten wir nachhaltig auf neue Allzeithochs ausbrechen, damit wir hier eine prozyklische Bestätigung des übergeordnet immer noch intakten Aufwärtstrends bekommen. Aber ja, wie gesagt, mit Blick auf Saisonalität und diese gestaffelten Widerstandsthemen eher fragwürdig, dass hier vorgeschaltet ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite gelingt, bevor wir hier nicht zumindest einmal ernsthaft die 200-Tage-Linie getestet haben. Sollten wir diese Unterstützungszone dann eben brechen, dann sollte man hier mit einer
einer Stop-Loss-Lawine rechnen. Also ich vermute, dass hier sehr viele Marktteilnehmer unterhalb dieses Kursniveaus oder an diesem Kursniveau ihre Stop-Loss platziert haben und entsprechend könnte es dann tatsächlich sehr dynamisch und schnell abwärts gehen. Das muss man ganz klar auf der Uhr haben. Ja, schauen wir uns als nächstes den Dow Jones Index an. Und hier können wir also sehen, wir haben hier eine interessante Unterstützungsregion mit diesem jüngsten Kursrücksetzer erreicht. Am Freitag im Tagestief ziemlich genau haben wir hier diese mittelfristige Aufwärtstrendlinie vom Märztief getestet. Wir haben hier auch diese lila gestrichelte inverse Kopf-Schulter Formationsnackenlinie getestet. Wir haben die aktuell steigende 100-Tage-Linie ebenfalls in lila erreicht und getestet und auf diesem Support-Cluster eine Bullish-Harami-Kerze am Freitag geformt, also eine positive Umkehrkerze. Insofern haben wir hier natürlich eine gesteigerte Chance dafür, dass es zu einer zu einem deutlicheren zu einer deutlichen Aufwärtsbewegung, also zu einer technischen Gegenbewegung kommt, möglicherweise natürlich auch ein belastbares Korrekturtief, denn der übergeordnete Trend bleibt ja intakt und wir haben ausstehend aus dieser inversen Kopf-Schulter-Formation auch noch ein analytisches Mindestkursziel, das ja im Bereich etwa des Rekordhochs anzusiedeln ist. Das heißt, solange hier diese Formation nicht negiert wird und ein erster Schritt hierfür wäre ganz klar ein Durchbrechen der erreichten Unterstützungszone. Das wäre ein Warnsignal für dieses bullische Szenario. Aber solange das hier aktuell hält, kann man durchaus eben davon ausgehen, dass die Chancen gewahrt bleiben, dass es auf mittelfristige Sicht hier in Richtung des Rekordhochs hochläuft. Sollten wir hingegen jetzt hier das Freitagstief per Tagesschluss unterschreiten, dann wäre erstmal eine Ausdehnung dieser Abwärtskorrektur indiziert. Wir sehen hier wichtige Auffangmarken in Gestalt der steigenden 200-Tage-Linie knapp darunter aktuell bei 33.735 Punkten und eben das Tief dieser Konsolidierung hier bei 33.610. Also das wäre noch unschädlich, wenn wir nur kurzzeitig unter den aktuellen Support rutschen und uns dann anschließend dynamisch erholen würden wieder über dieses aktuelle Kursniveau, dann könnte man das als Bärenfalle werten und würde an der Stelle noch einmal eine antizyklische Long-Gelegenheit mit einem sehr engen Stop-Loss dann liefern, eben der Stop-Loss dann unterhalb von 33.610 für dieses Szenario. Rutschen wir hingegen darunter, unter dieses Konsolidierungstief, dann müsste man abwarten, ob dieses inverse Kopfschulter-Thema noch sich durchsetzen kann. Die Wahrscheinlichkeit würde dafür deutlich sinken. Endgültig negiert wäre das Ganze, wenn wir unter die rechte Schulter rutschen, also unter hier 32.587 Punkte. Dann müsste hier nicht nur ein Test dieses Tiefs bei 31.430, sondern auch deutlich tiefere Kurse eingeplant werden. Ja, wenn wir uns die Oberseite anschauen, dann wäre jetzt an der Stelle eine technische Erholungsbewegung sehr gut vorstellbar in Richtung zum nächsten Mal 50-Tage-Linie nochmal und 38,2% Retracement der Abwärtsbewegung, also aktuell etwa der Bereich 34.664 Punkte und solange wir hier nicht drüber schließen, haben wir auch noch keine nennenswerte Verbesserung des kurzfristigen Chartbilds. Wir müssten hier dynamisch per Tagesschluss drüber ansteigen und nachfolgend dann über diese Widerstandszone
bei aktuell etwa 35.000, 35.050 Punkten, wo auch das 61,8% Fibonacci Retracement sich befindet. Dann hätten wir ein erstes prozyklisches Bestätigungssignal dafür, dass diese übergeordnete Korrekturphase beendet sein könnte, dass wir zumindest hier diesen Widerstandsbereich bei 35.579, 35.679 ansteuern, und darüber wäre dann eben der übergeordnete Aufwärtstrend und auch die bullische Implikation dieses Ausbruchs aus der inversen Kopfschulter bestätigt mit dem genannten Kurszielbereich. Ja, schauen wir uns den Nasdaq 100 an, also den technologielastigen Index. Und hier haben wir ja eine ähnliche Situation vorliegen, also eine Erholungsbewegung, dann hier ein Reversal, eben eine feste Eröffnung nach den Nvidia-Zahlen und dann ein Abverkauf. Im Minus die 50-Tage-Linie, die konnte hier nicht zurückerobert werden. Wir haben jetzt insgesamt ein recht breit, eine breite Widerstandszone im Fokus und ein Anstieg darüber, also auf ein neues Hoch über das Donnerstagshoch, würde auch hier zunächst einmal nur ein ABC-Erholungsszenario aktivieren, also der übergeordnete korrektive Abwärtstrend vom Jahreshoch hier, was wir am 19. Juli geformt haben, der bleibt intakt, auch wenn wir jetzt dieses Hoch überschreiten würden. Auch hier haben wir am Freitag eine Bullish-Harami-Kerze geformt. Also die Chance ist gegeben, wenn wir jetzt hier unterstellen, dass das Tief bei 14.715 nicht mehr unterschritten wird und wir anschließend das Donnerstagshoch überschreiten, dann wäre zwar einerseits ein Überwinden dieser breiten Widerstandszone, die sich bis 15.366 Punkte erstreckt, wahrscheinlich. Aber man sieht eben mit der korrektiven Abwärtstrendlinie und dem klassischen 100% Projektionskursziel einer ABC-Erholung haben wir knapp darüber bereits ein weiteres wichtiges Widerstands- und Kurszielthema. Und an der Stelle würde ich als Bestätigung für ein mögliches Ende der übergeordneten Abwärtskorrektur einen weitergehenden Anstieg über die knapp darüber befindliche Hürde bei 15.523 bis 15.537 Punkte fordern wollen als Bestätigung, und das Ganze per Tagesschluss. Im Erfolgsfall wäre dann hier eben damit zu rechnen, dass wir hier den Bereich 15.782, 15.804 Punkte und nachfolgend das Jahreshoch noch einmal ansteuern. Ansonsten unterhalb des Tiefs, des Harami-Tiefs bei 14.715 wäre natürlich diese wichtige Auffangregion mit der mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie der 100-Tage-Linie im Fokus. Also da wäre dann an der Stelle nicht nur ein Test des Tiefs hier bei 14.558 Punkten zu erwarten, sondern wenn wir hier signifikant drunter rutschen, jetzt unter das Freitagstief, wäre zu favorisieren, dass wir diese wichtigeren Unterstützungen testen, ähnlich wie es auch sich beim DAX charttechnisch darstellt. Und diese Unterstützungsregion ist an der Stelle dann mittelfristig kritisch. Also sollten wir uns hier drüber halten können bis zum Ende der saisonalen Schwächephase, besteht eine gute Chance, dass wir nochmal in Richtung Jahreshoch ansteigen. Sollten wir hingegen signifikant drunter rutschen, dann wäre eine deutliche Korrekturausdehnung möglicherweise in Richtung 200-Tage-Linie. Die ist aktuell bei 13.140 Punkten etwa einzuplanen und erst dann nachfolgend ab Oktober, November dann eine technische Erholung dann im mittelfristigen Abwärtstrend.
Ja, schauen wir uns vielleicht als nächstes den Goldpreis an. Wir haben hier auch eine Korrekturphase. Wir haben hier zwischenzeitlich die steigende 200-Tage-Linie und dieses letzte Korrekturtief von Ende Juni marginal unterschritten. Nicht nachhaltig. Seither sind wir hier im Erholungsmodus und konnten die 200-Tage-Linie eben knapp zurückerobern. Ein großer charttechnischer Befreiungsschlag liegt hier noch nicht vor. Man kann mit Blick auf die Sentimentdaten sagen, dass grundsätzlich hier das Umfeld für eine Bodenbildung mittelfristiger Natur gegeben ist. Aber von der preislichen Seite und auch von der saisonalen Seite brauchen wir hier noch ein bisschen Rückenwind und wir haben hier, wie wir sehen können, die korrektive Abwärtstrendlinie, also zunächst mal die 50-Tage-Linie als Hürde bei aktuell 1930 Dollar, dann die korrektive Abwärtstrendlinie aktuell bei 1946 Dollar, die 100-Tage-Linie, die aktuell auch südwärts dreht bei 1957. Also mit anderen Worten, prozyklisch ist hier das Eingehen von Long-Positionen, sagen wir mal mit Ausnahme von Intraday-Aktionen, nicht so interessant. Hier wäre eher ein nachhaltiges Überschreiten dieser kritischen Widerstandszone, also letztlich der Marke von 1987 US-Dollar abzuwarten als Bestätigung, dass eben diese übergeordnete Korrekturphase beendet ist und dass wir dann nochmal in Richtung Rekordhoch und möglicherweise darüber hinaus dann durchstarten können. Ansonsten muss man einplanen, dass solange eben hier kein nachhaltiger Durchbruch über diese kritische Marke gelingt, das Ganze noch ein bisschen nervös hin und her laufen kann. Man hätte jetzt natürlich ein bärisches Signal, wenn wir hier auf ein neues Tief rutschen würden, dann sollte man einplanen, dass wir hier in Richtung etwa 1850, 1863 US-Dollar abrutschen und ja, hält diese Zone auch nicht, dann wäre hier der Bereich 1805 die nächste Auffangregion. Da bliebe dann natürlich abzuwarten, dass wir hier Anzeichen für eine belastbare Bodenbildung bekämen, wie es hier etwa mit dem Doppelboden, mit dem kürzerfristigen der Fall war. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns Brentöl an. Hier sind wir ja auch im Korrekturmodus nach dieser schwungvollen Rallye, nach dem Ausbruch aus dieser Stauzone, das ja ein Kaufsignal geliefert hat. Das entsprechende analytische Mindestkursziel wurde abgearbeitet, leicht übertroffen, um hier diese Kursspitze zu testen. Also wir haben hier ganz klar eine wichtige Widerstandszone erreicht, das untere Band dieser Widerstandszone und hier verläuft aktuell auch die korrektive Abwärtstrendlinie, die wir hier vom Hoch im März 2022 ableiten können. Also ein kritisches Widerstandscluster. Entsprechend wäre ein nachhaltiger Anstieg über die Marke von 90 Dollar 14 als wichtiges Kaufsignal zu werten. Wir hätten dann nicht nur eine Widerstandsregion geknackt, sondern auch eine größere Bodenbildung hier komplettiert, was entsprechend bullische Implikationen hätte und ein Anstieg in Richtung 100 bis 105 US-Dollar zur Folge haben könnte. Das Ganze natürlich im mittelfristigen Zeitfenster. Ja, und wenn wir uns hier die aktuelle kurzfristige Situation angucken im Rahmen der Korrekturphase, dann sehen wir, wir halten uns hier noch oberhalb der überwundenen 200-Tage-Linie, die noch abschüssig ist, hier in Blau dargestellt. Die 50-Tage-Linie kommt knapp drunter, könnte hier demnächst ein bullisches Kreuzen, also ein sogenanntes Golden Cross hier bewerkstelligen und damit eine positive Trendindikation für das mittel- bis längerfristige Bild liefern. Ansonsten sollte hier diese Supportzone nicht halten, also sollten wir per Tagesschluss New Yorker Handel unter
die 80,85 Dollar rutschen, dann würde hier diese weitere Supportzone ins Spiel kommen. Die erstreckt sich von etwa 77,90 bis aktuell 79,22 Dollar. Und hier hätten wir dann eine neue Chance auf eine Stabilisierung. Die sollte dann allerdings auch wahrgenommen werden, wenn wir uns hier nicht zeitnah von dieser Supportzone nach oben abstoßen können, dann droht größeres Ungemach und dann würde es wahrscheinlich, dass wir hier letzten Endes noch einmal in Richtung der Tiefstände hier bei 71, 72 US-Dollar rutschen. Ein erstes Indiz dafür, dass diese Korrekturphase beendet sein könnte, wäre jetzt ein Anstieg über 85,46 Dollar im New Yorker Handel. Aber an der Stelle haben wir natürlich dann ein eher schlechtes Chance-Risikoprofil, da wir eben diese massive Widerstandszone da im Blick haben. Also mit anderen Worten, wenn jemand hier den Anstieg über das Reaktionshoch handeln möchte, dann wäre das eher erstmal als kurzfristiger Trade oder Intraday-Trade zu planen. Und spätestens hier dann an Teilgewinnmitnahmen oder das Nachziehen vom entsprechenden Stop-Loss wäre dann angezeigt. Ja, schauen wir uns den Bund Future an. Auch, ups, das. Okay, also hier den Bund Future, eine interessante charttechnische Konstellation auch. Also wir haben zwar einen intakten Abwärtstrend, ganz klar, aber man sieht hier neue Tiefs werden bislang nicht zu massiven Anschlussverkäufen genutzt, sondern die werden gekauft und das Ganze führt dann eben dazu, dass die Schwungkraft auf der Unterseite nachlässt, was häufig Vorbote einer deutlicheren Rallye oder gar Bodenbildung ist. Wenn man das natürlich im übergeordneten Kontext betrachtet, muss man auch in diesem positiven Falle davon ausgehen, dass das Ganze dann nur eine Rallye oder untergeordnete Bodenbildung im übergeordneten Abwärtstrend werden würde. Und an der Stelle wäre hier ein erstes Indiz dafür, dass das Ganze gelingt, wenn wir hier diese aktuelle Widerstandszone überwinden könnten. Und die erstreckt sich aktuell von der 50-Tage-Linie bis zur 100-Tage-Linie, also von der 132,58 bis 133,65. Ein Tagesschluss darüber würde hier eine kleine Bodenbildung komplettieren und ein Erreichen dieser nächsten kritischen Widerstandszone wahrscheinlich machen. Die erstreckt sich hier etwa von 134,88 bis zur 200-Tage-Linie, aktuell bei 135,34. Ja, das Ganze könnte man sich dann so vorstellen als ja, Abarbeiten der nächsten Widerstandscluster. Insofern auch hier prozyklisch kein interessantes Chance-Risikoprofil. Wenn man diese potenzielle Erholung spielen möchte, dann eher in Kursschwäche hinein und dann würde sich hier anbieten, dass wir diese Supportzone verteidigen können. 131,73 bis 131,81. Also da sind wir jetzt nahe dran. Hier dürfen wir nicht signifikant drunter rutschen. Ansonsten würde hier das Tief nochmal als Kursziel aktiviert, also die 130, 14. Das könnte man natürlich auch überlegen, auf der Short-Seite zu spielen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hier sieht das Ganze danach aus, als ob eine größere Bodenbildung vorbereitet wird, aber die preisliche Bestätigung, die gilt es eben abzuwarten, bevor man hier entsprechende Schlüsse zieht. Im Erfolgsfall könnten wir eben, wie gesagt, nach diesem Abarbeiten des ersten Kursziels hier, könnte man sich das vorstellen, dass das so ein bisschen, ich versuche das mal hier zu skizzieren, dass das hier so in etwa ablaufen könnte. Also das ist insofern mit den Ausbrüchen nicht allzu viel unmittelbares Aufwärtspotenzial, aber man könnte dann durchaus überlegen, in Rücksetzer hinein diese mögliche Erholungsbewegung zu spielen. Ansonsten ist das Ganze einfach nicht mit einem interessanten Chance-Risiko-Profil ausgestattet. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht noch Euro-Dollar an und dann kommen wir zu
den besagten Werten Nvidia und Co. Wir haben hier beim Euro-US-Dollar die steigende 200-Tage-Linie am Freitag erreicht, beziehungsweise am Mittwoch schon knapp erreicht und hier eine Erholung gesehen, aber am Freitag letzten Endes unterschritten. Das Ganze ist kein nachhaltiges Unterschreiten bislang. Und wie gesagt, die 200-Tage-Linie ist auch ansteigend. Insofern wäre das kein brauchbares Verkaufssignal. Eher interessant ist in so einer Konstellation, wenn man hier ausgehend vom erreichten weiteren Support des 78,8% Retracements und dieses Rallye-Hochs der Welle 1, sozusagen diese Aufwärtsbewegung, dann jetzt einen Bounce sehen würde und eine nachhaltige Rückeroberung der 200-Tage-Linie. Und das deutet sich hier aktuell im heutigen Handel an, dass das passieren könnte. Dann wäre an der Stelle eine technische Erholungsrallye zu favorisieren. Die könnte hier in den Bereich etwa des 23,6% Retracements, also bei 1,0886 oder weitergehend in Richtung 1,0912 bis 1,0975 führen. Das wäre also an der Stelle dann nur ein kurzfristiges Setup. Damit sich die übergeordnete Situation aufhält, müssten wir hier die 50-Tage-Linie nachhaltig überqueren und eine Beendigung des übergeordneten Korrekturtrends würde gar erst angezeigt, wenn wir hier die 1,1064 knacken können. Auch an der Stelle muss man sagen, haben allerdings prozyklische Long-Engagements kein interessantes Chance-Risikoprofil, weil wir einfach gestaffelte Widerstandsthemen dann vorliegen haben. Da also, wenn man hier auf der Long-Seite aktiv werden möchte, dann an der Stelle nach den Ausbrüchen immer auf mögliche Rücksetzer warten und dann beispielsweise Intraday-Setups handeln, also mögliche Bodenbildungen im Intraday-Chart. Ja, sollten wir diese aktuelle Supportzone hingegen unterschreiten, also das Freitagstief signifikant unterschreiten, dann droht ein unmittelbarer Abverkauf in Richtung 1,0635 bis 1,0667. Ja, dann schauen wir uns also zunächst einmal die Aktie von Nvidia an. Wie gesagt, hier gab es Mittwoch nachbörslich Zahlen und das Ganze führte dann hier hochvolumig zu einem Kurssprung zur Eröffnung auf ein neues Allzeithoch. Und wie man sehen kann, schmolzen die Gewinne allerdings deutlich dahin. Also wir waren hier zwischenzeitlich, ich glaube, 12% oder so im Plus vorbörslich und dann blieb ein mageres Plus von, ich glaube, etwas unter 1% übrig. Das Ganze kann man als negatives Kerzenmuster werten. Ein bearish Counter-Attack ist aber nicht ganz idealtypisch hier mit dieser Kerze, die Vorgängerkerze. Nichtsdestotrotz haben wir ja hier mit diesem Tageshoch ja eine wichtige Ziel- und Widerstandsregion erreicht. Hier bezogen auf diese letzte Abwärtswelle das 127,2% Fibonacci-Extensionsniveau, das hier mit der gebrochenen Aufwärtstrendlinie und dem 138,2% Extensionsniveau eine Ziel- und Widerstandsregion bildet, die sich bis 511 Dollar etwa erstreckt. Insofern würde ich jetzt an der Stelle einen Tagesschluss über 511 Dollar verlangen wollen als Signal dafür, dass sich der übergeordnete intakte Aufwärtstrend unmittelbar fortsetzt und an der Stelle hätten wir dann mögliche nächste Ausdehnungsziele bei 529 und 559 US-Dollar. Ja, wenn wir uns die Unterseite hier anschauen, dann sehen wir, dass wir hier mit dem Rücksetzer am Freitag eine etwas diffuse Unterstützungszone erreicht haben, die sich aus dem Konsolidierungstief im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung
dem 50% Retracement der 20-Tage-Linie, der 50-Tage-Linie und dem 61,8% Retracement sowie dieser Kurslücke hier zusammensetzt. Also eine sehr breite und gestaffelte Widerstandszone. Letzten Endes kann man hier die Unterkante der Aufwärtslücke bei $435,78 hernehmen als kritische Unterstützung. Also wenn wir hier per Tagesschluss drunter schließen würden, dann hätten wir hier ein negatives Signal und das würde erwarten lassen, dass wir hier eine übergeordnete Seitwärtskorrektur vollziehen mit einem möglichen Ziel bei dem Tief hier bei $403,11 und Zwischenetappe bei $416,60. Also es wäre hier charttechnisch noch nichts angebrannt, solange wir hier nicht nachhaltig unter diese Unterstützungsregion rutschen, die sich bis etwa $395,30, also der Unterkante dieser Aufwärtslücke, da erstreckt. Insofern könnte man durchaus einen entsprechenden Rücksetzer, wenn wir hier eben Stabilisierungsanzeichen bekämen, in der kurzen Frist als antizyklische Long-Gelegenheit wahrnehmen mit einem dann engen Stop-Loss unterhalb der genannten Kurslücke. Ansonsten sollte hier die Notierung in den nächsten ein, zwei Handelstagen diese Supportzone verteidigen können. Wir hier vielleicht ein bullisches Umkehrsignal, beispielsweise auch im Intraday-Chart, hier sehen. Dann wäre hier als mögliches Kurzfristziel ein zeitnaher neuer Vorstoß an diese genannte kritische Widerstandszone zu favorisieren. Und wie gesagt, dann das prozyklische Anschlusssignal wäre eben gegeben, wenn wir da hier per Tagesschluss drüber über die $511 ansteigen können. Sollten wir hier eben drunter rutschen und diesen Support testen, dann wäre zwar einerseits eben ein kurzfristiges Long-Setup hier gegeben. Man müsste aber dann im Blick behalten, dass sich das Ganze auch zu einer größeren Top-Bildung entwickeln könnte. Top-Bildungen brauchen in der Regel Zeit. Also wenn wir hier noch ein paar Wochen dann seitwärts laufen würden, anschließend hier diese Supportzone nachhaltig unterschreiten würden, dann könnte man hier von einer größeren Top-Bildung ausgehen. Ja, schauen wir uns Microsoft an. Microsoft spielt ja hier auch mit insbesondere ChatGPT eine nicht unwesentliche Rolle im KI-Universum. Wir sehen auch hier ich zoome hier vielleicht auch mal ganz kurz aus. Wir sehen hier, dass auch die Microsoft-Aktie das alte Allzeithoch vom November 2021 mit dieser Rallye herausnehmen konnte, temporär zumindest. Microsoft zählt ja wie Nvidia zu den sogenannten Magnificent Seven, also den sieben Aktien, die die Rallye seit Jahresanfang maßgeblich getragen haben. Aber wie man sehen kann, eben der Ausbruch über das alte Rekordhoch entpuppte sich letztlich als Fehlausbruch, als Bullenfalle. Wir sind hier wieder nachhaltig drunter gerutscht und auch zuletzt unter die 50-Tage-Linie hier in schwarz dargestellt. Situation ist also ähnlich charttechnisch wie bei den eben gezeigten Werten. Wir haben eine Korrekturphase, wie beim Index, eine Korrekturphase, ein Pullback, knapp darüber haben wir die 50-Tage-Linie, die verletzt wurde. Wir haben auch das 38,2% Fibonacci Retracement, also eine relevante Widerstandszone, wo wir am Donnerstag abgeprallt sind mit der festen Eröffnung. Und am Ende haben wir eben diese lange bärische Tageskerze mit einem Schluss unter der steigenden 100-Tage-Linie nochmal gesehen. Aber die steigende 100-Tage-Linie wurde hier nicht nachhaltig verletzt. Ähnlich wie wir es hier gesehen haben mit der Rückeroberung, haben wir auch am Freitag dann eine Rückeroberung gesehen und eine Bullish Harami-Kerze. Also auch hier klar die Chance gegeben, noch einmal einen neuen Erholungsansatz zu zeigen und mit einem Ausbruch über diese
kurzfristig kritische Widerstandszone, die sich bis $335,14 erstreckt. Wenn wir hier also per Tagesschluss drüber steigen können, dann wäre hier zunächst einmal das Bild einer ABC-Erholung gegeben. Haben wir dann natürlich auch den Nachteil eines ungünstigen Chance-Risikoprofils, denn das analytische Mindestkursziel dieses Szenarios liegt hier dann aktuell im Bereich etwa um die $340,23, also die 100%-Projektion der ersten Erholungswelle, wo wir auch ungefähr das 50%-Retracement vorliegen haben. Darüber haben wir ein weiteres wichtiges Widerstandsthema mit dem 61,8% Fibonacci-Retracement dieser Abwärtslücke und wie man sehen kann, auch hier vom Volumenprofil her eine wichtige Zone bei etwa 345, 346 US-Dollar. Und ja, erst darüber wäre dann eben daran zu denken, dass wir hier das Rekordhoch nochmal ansteuern könnten mit Zwischenetappe 354, 355 US-Dollar. Sollten wir diese Bullish Harami-Kerze hingegen negieren, also unterhalb $318,80 schließen, dann würde hier natürlich zum einen diese übergeordnete Aufwärtstrendlinie ins Spiel kommen, aber vermutlich dürfte die dann nicht halten, sondern das Tief bei 311,55 unmittelbar angesteuert werden und dessen Unterschreitung per Tagesschluss sowie knapp drunter das 38,2% Retracement bei $310,46. Wenn wir hier also drunter schließen würden, dann wäre das eine Bestätigung dafür, dass wir eine zweite Abwärtswelle sehen. Dann wäre das Ganze hier als ABC-Korrektur zu werten, zumindest. Ja, das wäre also die bullische Variante. Und an der Stelle würde natürlich hier insbesondere die steigende 200-Tage-Linie aktuell bei $286,32 und hier dieser Support-Bereich um die 294, 294 US-Dollar ins Spiel kommen als mögliches analytisches Kursziel dieser Korrekturphase. Also diese Konstellation ausgehend vom Rekordhoch kann aktuell weiterhin als Korrektur gewertet werden. Eine insbesondere eine obere Umkehrformation lässt sich hier noch nicht ableiten aus der technischen Perspektive. Schauen wir uns als nächstes C3AI an, also ein Player im KI-Bereich. Und ja, wir haben hier natürlich ein extremen Kurseinbruch seinerzeit gesehen. Vom ersten KI-Hype nach dem IPO ging es kräftig abwärts, aber hier ausgehend von diesem Rekordtief hier knapp über 10 US-Dollar weist der übergeordnete Trend aufwärts. Wir sind aber jetzt hier in einer mittelfristigen Korrekturphase ausgehend vom Rallye-Hoch bei $48,87. Bislang ist das Ganze hier dreiwellig und wir sehen zum einen natürlich der übergeordnete Aufwärtstrend ist noch intakt und bleibt es auch, solange wir hier das Tief nicht unterschreiten bei $16,79. Zum anderen steigt hier die 200-Tage-Linie und bildet mit diesem letzten Reaktionstief hier eine wichtige Unterstützung und auch die Rückkehrlinie des Abwärtstrendkanals verläuft hier. Also insofern wäre diese Supportzone interessant, sollten wir die in den kommenden Tagen testen. Als möglicher Auffangbereich, falls man hier Anzeichen einer Stabilisierung sieht, eine Umkehrkerze beispielsweise im Tageschart oder eine Bodenbildung im Intraday-Chart, wäre das eine Supportzone im Bereich der 200-Tage-Linie, wo man überlegen könnte, eine eng abgesicherte antizyklische Long-Position einzunehmen. Ansonsten, wenn wir hier das Hoch vom Donnerstag bei $33,67 per Tagesschluss überwinden können, hätten wir hier ein Erholungsszenario mit einem allerdings unattraktiven Chance-Risikoprofil. Also dann würde hier der Bereich um die 37,20, 37,08 aktuell als mögliches Ziel
aktiviert werden. Und ja, wir sehen eben, die 50-Tage-Linie hat begonnen, nach unten zu drehen. Wir haben knapp darüber dann wiederum die korrektive Abwärtstrendlinie. Insofern ist auch hier zu sagen, prozyklische Long-Engagements haben ein unattraktives Chance-Risikoprofil. Also wenn man hier die Long-Seite spielen möchte, dann idealerweise antizyklisch in Rücksetzer hinein oder man wartet ab, dass zunächst einmal diese korrektive Abwärtstrendlinie bei aktuell 42,39 befindet sich heute und dieses Reaktionshoch bei 44,90 per Tagesschluss geknackt werden. Dann hätte man ein prozyklisches Indiz für ein Ende dieser mittelfristigen Korrekturphase mit nächsten Zielen bei 48,87 und 53,82. Sollten wir hingegen diese aktuelle Supportzone nachhaltig unterschreiten, dann trübt sich die Ausgangslage ein und wir müssen mit einem Test dieses Tiefs hier vom April, Mai rechnen. Ja, als letztes würde ich dann noch die Palantir kurz zeigen, also ein weiterer Player im Bereich künstliche Intelligenz. Ja, wir sehen auch hier natürlich eine ausgeprägte Schwächephase nach diesem ersten Hype mit einem Rekordtief und hiervon ausgehend ein etablierter mittelfristiger Aufwärtstrend hier vom Dezember-Tief. Ja, hier zuletzt sehr schwungvoll, aktuell eine Korrektur auf ein relevantes Support-Cluster. Wir haben auch hier die 50-Tage-Linie unterschritten. Insofern ja, würde ich auch hier eher ein antizyklisches Vorgehen bevorzugen wollen, wenn es hier um die Long-Seite geht. Also die 100-Tage-Linie und dieses Reaktionstief bilden hier eine Supportzone bei $13,36 bis $13,68. Solange die hält, besteht eine Chance, dass wir nachfolgend hier diese Widerstandszone von 15,87 bis aktuell 16,25 knacken können. Ein Tagesschluss darüber wäre dann eine Bestätigung, dass es nochmal in Richtung Rallye hoch bei $20,24 gehen kann. Ansonsten, ja, für das übergeordnete Chartbild brauchen wir dann natürlich hier dann ein Anschlusskaufsignal mit einem nachhaltigen Anstieg darüber. Und dann würde diese Kurslücke hier bei 23,95 ins Spiel kommen. Rutschen wir hingegen darunter unter den aktuellen Support, dann würde ich erwarten wollen, dass diese wichtigere Supportzone im Bereich um die 10,31 bis aktuell 10,47, wo sich die steigende 200-Tage-Linie aktuell auch befindet, dass die angesteuert wird. Und hier wäre natürlich ein antizyklisches Long-Engagement interessant bei Anzeichen einer möglichen Umkehr bzw. Stabilisierung. Ja, das wäre es von meiner Seite. Ich hoffe, das ein oder andere Interessante war für Sie mit dabei und ich hoffe, dass wir uns dann auch in der nächsten Woche wiedersehen zur nächsten Folge Märkte im Fokus nach einem hoffentlich erfolgreichen Handel in dieser Woche. Ja, vielen Dank auch an dich, Ralf, für die ganzen Analysen und ja, ich wünsche Ihnen noch einen guten Start in die Handelswoche und alles Gute von meiner Seite. Vielleicht hören wir uns ja bei den nächsten Webinaren, die anstehen. Morgen gibt es ein Webinar von Patrick Hasselhut zu Hebelprodukten. Am Mittwoch SG Active Trading, wie immer 19 Uhr. Und am Donnerstag gibt es ein Webinar von mir zur Einführung ins Börsenspiel Trader 2023. So viel dazu. Schönen Tag, gute Handelswoche. Bis zum nächsten Mal.